Nochmals, liebe Schüler der 11. Klasse, es geht heute um Fragen der Energie. Wir betrachten als erstes die sogenannte potenzielle Energie. Tja, das ist halt Schule, Laura, da kann man nichts machen, aber trotzdem weiter. Wir fragen, wie groß ist die potenzielle Energie? Einmal bei einer 1 Liter Wasserflasche, die in einer Höhe von einem Meter vorhanden ist. Und wir wissen ja, 1 Liter Wasser hat eine Masse von 1 Kilogramm. Dann betrachten wir einen Dachziegel, der mit einer Masse von 1,3 Kilogramm in einer Höhe von 7 Metern sich befinden soll. Und dann haben wir ein Passagierflugzeug in einer Höhe von 8000 Meter und mit einer Masse von 120 mal 10 hoch 3 Kilogramm. Wir haben das Ganze hier vorbereitet. Die Kamera zeigt doch mal hier drauf. Gegeben sind die Massen M1, M2, M3 und die entsprechenden Höhen zeigen wir. Natürlich ist auch noch gegeben, dass G mit 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Um die potenzielle Energie zu berechnen, Jungs, Julian und Philipp, Lennart, betrachtet die Formel M mal G mal H. Wir setzen die Werte ein, Kilogramm bei Meter pro Sekunde Quadrat, wiederum bei Meter. Und das ergibt ja dann, Max, die Einheit Joule. Ne? Deshalb bekomme ich beim ersten auf den Wert von 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Ach so, halt, das habe ich jetzt hier einen Fehler gemacht. Da können wir sofort schreiben, das sind 9,81 und Joule dann als verbindende Einheit. Beim zweiten haben wir E-Volt gleich 1,3 Kilogramm mal 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat mal 7 Meter. Das liefert uns einen Wert von 89 Joule, Joshua. Und ja, schließlich wieder das letzte. E-Volt wäre 120 mal 10 hoch 3 Kilogramm, dann mal 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Dann habe ich geschrieben 8 mal 10 hoch 3. Das wäre schon 10 hoch 6. Und wenn ich das alles ausrechne, dann kommen wir auf einen Wert von 9,4 GJ. Was könnte das denn heißen, Lennart? Groß GJ. Gigajoule. Niklas. Gigajoule? Natürlich, Gigajoule. Ja? Mal überlegen, was das, welche Werte das hat. Wir gehen weiter in der nächsten Stunde. Danke.